So. Hier haben wir eine Einbahnstraße draus gemacht. Ja, da dürfte eigentlich lang fahren. Bei. Haben sie jetzt Quatsch gebaut? So. Ja, ist egal, geht sowieso nur in die eine Richtung. So. Hier können wir im Grunde genommen. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Deppen. Die Richtung, genau. Nein! So rum! Genau! So habe ich mir das gedacht. Genau, dann kommen die nämlich hier lang, können entweder hier geradeaus weiterfahren oder sie fahren hier rüber ins Gewerbegebiet. Und ansonsten können die sich hier schon mal zwei Richtungen verteilen und hier. Auf diese Weise haben die hier, wenn das hier eine Einbahnstraße ist, nehme ich noch beide Spuren frei. Können hier noch auf beiden Spuren fahren. Und dann kommen wir hier nämlich von drei Spuren nicht direkt auf eine, sondern auf zwei. Das ist vielleicht gar nicht so blöde. Bevor es dann hier. Hier fängt es sich dann wieder auf eine, das ist richtig. Weil wir hier eigentlich diese Doppelstraße auch noch entsprechend verändern können. Wenn das jetzt richtig rum macht, jawohl. Hier eigentlich genauso. Und in die Richtung. So, ah. Kann man, wenn man sie angeklickt hat, die Einbahnstraße, sie gehen in die falsche Richtung, mit einem Rechtsklick umdrehen. Das ist ganz praktisch. So, dann fahren die nämlich jetzt hier zweispurig hier hin und zweispurig dahin, bis zu diesem Punkt. Jetzt ist aber Stress hier. Warum fährt er denn nicht? Zebrastreifen hier überall. Boah. Es ist Fußgänger überfährt er nicht, aber fährt voll in den Bus rein. So. Weiß nicht, ob wir damit dieses Verkehrschaos hier irgendwie so ein bisschen eindämmen, irgendwie nicht. Na gut, den brauchen wir, aber die müssen von hier aus ja auch da reinkommen. Der muss in beide Richtungen gehen. Gut, lassen wir so. Ist so. Machen die mal die Kohlen. Immer noch knapp. Das ist immer noch vergiftet, nehme ich an. Ich sehe es nicht, es ist dunkel. So, jetzt schreien die natürlich auch wieder nach allem im Moment. Und im Moment nicht hinterher. Die schreien auch immer noch nach.
Gebäude in andere Einrichtungen leeren. In welche? Die Frage. Schauen Sie mal, ein neues Grundstück. Sie fragen, wo sich das jetzt hinleert. Wo fahren die das Zeug jetzt hin, ist die Frage. Auf andere Deponien? Oder bringen sie es in die Verbrennung? Das wäre ja sinnvoll. Na gut, wir entleeren die mal. Was passiert? Hier brennt es schon wieder. Hier brennt es an ziemlich vielen Stellen. Da müsste ich eigentlich mal wieder nach der Feuerwehr gucken. Ja, oh, hier hinten fehlt aber auch ganz, ganz dringend so ein bisschen Brandschutz. Ja, und hier... mir gerade leisten. Die Polizei ist immer noch gut am Arbeiten. Was? Mögliche Gebäudereste auf der Marsoberfläche entdeckt. Internationale Gemeinschaftsoperation zur Erforschung der Anomalie ist bereits unterwegs. Leben auf dem Mars. Finde ich gut. Na, die haben hier die Parkplätze ein bisschen scheiße gebaut. Der Roller steht trotzdem unglaublich gut, muss ich sagen. Der steht stabil. Also haben wir schön den Berg hier angepasst. Hier haben sie sich ein bisschen arg in den Berg gebaut. Da ist der Eingang weg. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten... was geht hier ab? Notfall. Einsatz. Einsatz in vier Wänden. Also der blinkt einfach nur so. Stinky Beach. Stinkt. Ach, ist alles sehr harmonisch hier. Gebiete sind alle zugeordnet. So. Ich mag es immer nicht im Dunkeln zu bauen, da sieht man immer nichts. Warten wir gerne auf den Morgen. Die werden immer noch entleert. Tja. Werden wir hier hinten mal ein bisschen was bauen noch. Machen wir mal 1600. Wir... ist auch wieder schief hier. Aber jetzt passe ich mich mal dem an. 4. Ach so, ach, weil der ja hier ein größer ist. Hahaha. 4. Kein Geld mehr. Na gut. Kommt aber gerade wieder gut Kohle rein. Also, ja, was ist gut Kohle, aber es kommt Geld rein. Können wir uns nicht beklagen. Läuft schon, läuft schon. Gut, ich kann ja, bevor ich hier weitermache, gerade schon mal hier einen Auftrag geben. Egal, komm, zack, zack. Wohnblocks. So, mit Mini-Häuschen dazwischen. Die werden begeistert sein, wenn sie zwischen all diesen... Scheiße, habe ich jetzt hier überall Einbahnstraßen gebaut. Bin ich denn wahnsinnig? Mach das doch nicht.
Das ist ja fürchterlich. Und wieder kein Geld. Na komm schon. 1400. Da blinkt er schon, da zuckt er schon. Zack. Mini-Häuschen. So, soll erstmal reichen. Einmal fettes neues Wohngebiet. Achso, Geldmangel. Mal wieder Geldmangel. Es ist immer der Geldmangel. Baukosten 800. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei 5000. In der Woche. 5,5 sogar. Und die Sonne geht auf. Das Wasser von Stinky Beach ist immer noch verrotzt. Echt mal wissen, ob das hier wieder sauber wird. Müsste aber eigentlich. Kann er jetzt nicht so ewig so versifft bleiben. Tja. Wie ist das mit den Parks, die wir jetzt hier haben? Achso, 30 und 15 haben die geguckt. Ne, 30 und 20. Haben wir ja. Das ist alles viel zu teuer. Was gibt's hier? Diverses. Tennisanlage. Platz mit Picknicktischen. Platz mit Bäumen. Park mit Bäumen. Kleiner Spielplatz. Kleiner Park. So ein kleiner Spielplatz wäre eigentlich mal was hier mitten in diesem klar hübschen Wohngebiet. Die Leute mal hingehen können mit ihren Kindern. Geht ja so nicht. So, was macht die Wasserversorgung? Oh, die wird schon wieder knapp. Ja, ich will ja auch eigentlich hier mal anfangen, das Meer abzuzapfen, aber... Weil ich trotzdem das Gefühl habe, dass hier, dieser Übergang, der wird heller. Das ist nicht mal wirklich braun bis zum Anschlag. Das Gefühl, das geht hier ganz langsam zurück. Und es scheinen hier schon so ganz leicht blaue Stellen wieder. Ich kann mir das natürlich auch einbilden. Vielleicht ist das auch einfach die Hoffnung, der Wunsch, dass es so sei. Das ist natürlich auch die Bergkante, die da auch immer so ein bisschen schimmert hier. Aber trotzdem, guck mal, hier ist das auch. Schon das Gefühl, dass der Dreck langsam zurückgeht. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass diese Dinger hier ihre Wirkung zeigen. Dann würde ich hier nämlich ganz gerne Wasserpumpen hinstellen, um unsere Wasserversorgung dann nochmal ein bisschen stabiler zu machen als mit Wassertürmen. Aber das kann ich natürlich erst dann machen, wenn ich weiß, dass ich hier sauberes Wasser habe. Solange das hier noch stinkt und wufft, will ich das nicht. So, apropos stinkt und wufft, die wollen schon wieder Industrie haben. Die sind da auch unersättlich. Zwölf. Vier. Zack. Vier. Zack. Vier. Zack.
wir. Zack. Geht genau auf. So muss das sein. So mag ich das. So, wieder ein bisschen Industrie, wieder ein bisschen Geländezuordnung. Stinkstängel wird auch immer größer. Nörgelheim. Lapp. Ist es schon eine schöne große Stadt? 24.000, glaube ich, brauchen wir, um zur Hauptstadt zu werden. Süß, dass man mit so wenig Einwohnern schon Hauptstadt sein darf, aber gut. Dann geht es mal hier in dem gar lustigen Gewerbegebiet weiter. Zack. Das ist zu viel. Das kommt ganz gut. So. Ein bisschen was Kleines. Hier wieder in den Ring. Und die fetten Büros hier hin. Und das da dahin. Zack. 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 Das sieht doch witzig aus. So Ringe, die hier so nach außen gehen, finde ich spaßig. So, was machen denn die Buslinien? Die eine, die hier lang geht und da lang und die eine quer durch die Stadt. Wir haben keine Buslinie, die hier hinten lang geht. Aber das lohnt, glaube ich, noch nicht. Das ist eine völlig sinnfreie Abschussrampe. Die hätte ich ja gerne eine Brücke darüber gebaut, aber das geht ja nicht. Und wenn, dann weiß ich noch nicht wie. So, aber egal. Da kümmere ich mich ein andermal drum. So, Stinky Beach. Ich habe jetzt das Gefühl, das würde blauer werden hier. Das kann doch keine Einbildung sein. Guck mal, das sieht doch hier schon wieder richtig sauber aus. Das war auch schon mal dreckiger. Doch, das wird wieder sauber. Guck mal, der Rand wird hier immer dicker. Das hat ja mal hier so ganz eng angeschlossen hier. Das, guck mal, da ist schon richtig Toleranz drin hier. Doch, ich glaube, das Wasser hier wird langsam wieder sauber.